Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollte ich euch zeigen, wie man Thumbnails erstellt. Also diese Dinger, die man ja sieht, wenn man ein Video anklickt auf YouTube. Bei manchen sieht man auch nur Leute, also die meisten machen keine Thumbnails. Ja. Und ja, wir fangen mal an. Also ich nehme dafür Photoshop. Photoshop. Und zwar die Version CC 2014. Ich habe mir hier für dieses Thumbnail schon mal eine Vorlage erstellt, und zwar nehme ich nicht nur HD, sondern Full HD. Ich kann das Ganze auch in 4K machen, aber das muss nun nicht. Also stellt uns die Oberfläche. Die sieht dann ungefähr so aus. Und dann geht's ums Design. Ich denke, wir können ja mal, zeig mal mein letztes Projekt. Dieses Thumbnail ist für ein Video, was bald rauskommen wird. WhatsApp, wie es nicht mehr WhatsApp Plus heißt das Video dann so eh oder so ähnlich. Und das kann ich euch immer zeigen, wie ich sowas hier ungefähr bauen würde. Ja. Entschuldigung. Wir haben erstmal ein weißes Blatt Papier. Dann würde ich im Hintergrund überlegen. Die Farbverläufe, die könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wie immer so. Oder so. Oder so. Ach, so hab ich gerade. Könnt ihr schief ziehen, also von hier nach hier oder so. Ja, das sind diese Verlauffelder, die sind eigentlich ganz schön. Damit das Ganze noch mehr Spaß macht, nimmt man jetzt zum Beispiel andere Farben. Rot und Weiß zum Beispiel. So kann man. Schöne. Komposition machen, würde ich mal sagen, beziehungsweise Farbverläufe. Und ich nehme, je nachdem, welches Projekt ich gerade mache, entweder weiß oder schwarz. Also wenn ich, so wie das letzte hier, wie es hier gemacht habe, da kommt das natürlich sehr gut an, dieses Komposition. Und ja. Damit wir es nicht wieder so wie letztes Mal machen, mache ich mal einen Farbverlauf rein. So, vielleicht ungefähr. Und dann zieht man sich hier in der Mitte so ein Kästchen. So. Macht jetzt eine neue Ebene. So, ne, keine Ebenengruppe. Dazu kommen wir später. Genau, das ist eine neue Ebene. Und ziehen uns ein Kästchen. Kann ja auch ein Oval ziehen oder so. Oder so wie sonst noch eine Ellipse. Ist ja normal. Eine eigene Form. Abgerundetes
mit abgerundeten Ecken. Es geht zum Beispiel auch. Das sieht man nicht voneinander, weil da sieht man nicht so viel davon. So, wir gehen aus. Damit das einen Sinn ergibt, was ich hier mache. Weil der F steht jetzt für jedes neue Ebene. So sollte das auch eigentlich sein. Ja. Jetzt war es so. Jetzt wählen wir noch eine Farbe aus, und zwar weiß. Einen kleinen Nebenweg machen. Weiß aus. Und nehmen die Deckkraft runter. Nicht zu sehr, also du kannst natürlich ganz runter. Ein bisschen wie Kästchen aussieht. Und dann kann man hier Bilder reinmachen, man macht hier ein Bild rein und macht dann irgendwas drüber. Okay, ich zeige euch jetzt was. Wir nehmen, glaube ich, die Bilder vom letzten Mal. Oh, ich habe hier gerade zwei Auftragsarbeiten fertig, die man nehmen könnte. Ich glaube, das sind keine PSD-Dateien, hoffe ich. Deswegen sagen wir jetzt mal JPEG. Weil ich nicht nur die JPEGs haben will. Über mein Feuerwehrauto. Na, was hat es denn jetzt schon wieder an? Habe ich vielleicht öffnen als gesagt? Ja, ich habe öffnen als gesagt. Also gut, wenn man sich das hier nimmt, dann kann man das einfach kopieren und kann das hier reinfügen. Dann wird das hier reingefügt und dann drücke ich STRG T fürs freie Transformieren. Kann dann meinetwegen hier unten auf die Kante das Feuerwehrauto draufsetzen. Und das Transformieren jetzt bestätigen und oben mache ich zum Beispiel das Logo hin. Ich hoffe, das ist freigestellt und transformiert. Dann ziehe ich jetzt auch wieder ein Kästchen drum und drücke STRG C und STRG V. Dann haben wir hier das Logo. Das transformieren wir auch wieder um. Diesmal setze ich die Logos anders. Ich kann zum Beispiel auch ein Logo immer, also ihr müsst es dann so machen, dass ihr diese Logos immer über dem Rechteck zum Beispiel setzt. Die werden eigentlich immer passend angelegt, wenn mich das Logo hier hin macht. Hier hin, also wenn ihr die untereinander vertauscht. Dann macht das nichts, wenn ihr es immer unter das Dreieck macht, dann sieht das so aus. Das kann nicht schlecht aussehen. Wenn ihr es ein bisschen dahinter habt, dann müsst ihr mit der Deckkraft gucken, dass es passt. Ich mache es jetzt mal drüber. Weil das sieht dann einfach gut aus. Jetzt kann ich das hier hin machen, zum Beispiel. Oder auch schön mittig. So. Und kann dann transformieren, dass halbwegs rund ist. Und kann dann hier in der Mitte, wenn ich dann in die Mitte klicke gleich, neue Ebene kurz rumhaben. Und diese ganzen Ebenen benennen wir auch mal, das schreiben wir rein. Feuer. Schreiben muss gelernt sein. Oder hier schreiben wir für Logo rein. Logo. Dann kommt auf die dritte Ebene jetzt der Text. Das schaue ich jetzt auch rein.
Text. Und dann nehmen wir uns das Textwerkzeug, klicken hier rein. Ja, nicht so hoch vielleicht. Ja, normalerweise müsste da auch einen Rand drum machen. Egal, jetzt können wir einfach reinschreiben und zwar komm, so, wir skalieren. Steuerung T. Was ich nicht leiden kann, wenn diese Dinger so ihr Eigenleben haben. Und ja, wie ihr seht, kann man deswegen auch schief stellen. Das sollte nicht passieren. Egal, das fällt einfach nochmal neu. Er tut jetzt nicht das, was ich von ihm wollte, sondern er macht so sein eigenes Ding. Witzig finde ich das jetzt gerade nicht. Und die Schrift hier hinsetzen, damit ich auch, was die Halbwertskala ist, deswegen löschen wir die Ebene nochmal. Duplizieren, neue Ebene. Schreiben da gleich wieder Text rein und nehmen uns das Textwerkzeug noch einmal. Und diesmal ziehen wir so einen Kasten, damit das Ding auch weiß. Feuerwehr. Wegen Feuerwehr. Keine Ahnung. Ja. Wenn mich das Ding jetzt nicht so ärgern würde. So. Ja, jetzt ist es mich reingeschrieben. Egal. Jetzt kann macht man sich Ordner, ich schreibe die rein. Text. Schieb den Text da rein. Dann macht um sich den Bereich Bilder unter dem Text und schiebt die Bilder da rein. Wenn das Ding mich nicht mehr so ärgern würde. Boah. Okay. So behält man einen schönen Überblick. Und das Recht, er kriegt auch ihre auch seinen Platz, und zwar, das nennen wir einfach gut, okay, das Ding muss mich gerade ein bisschen ärgern. Ich nehme es mal gelassen. Oder guck mal, was nennen. Ich
hätte auch Rechteck reinschreiben können. Irgendwas halt. Und damit man den Hintergrund auch irgendwo rein sortieren kann, klickt man doppelt drauf, drückt auf OK und kann dann auch einen Ordner machen. Da schreibt man rein. Hintergrund. Und schiebe das Ding dann da rein. Jetzt habe ich alle Sachen, die ich benutzt habe, schön sortiert und ja, dieses Thumbnail wäre fertig und ja, es sieht halt wie jedes andere auf YouTube fast auch aus. Natürlich könnt ihr auch euch selbst da reinmachen. Macht möglichst so auch ein passendes Thumbnail zum Thema. Dieses Thumbnail hier würde ich jetzt nicht verwenden, weil es ist halt nicht mein Themenbereich. Ich habe einen guten Kumpel, der dessen Themenbereich ist das und was halt, ja. Und für den wäre so ein Thumbnail passend. Ja. Wenn ihr auch so ein Thumbnail haben wollt, könnt ihr es selber machen oder es auch bei mir in Auftrag geben. Ich kann euch auch mal welche machen. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben, wer eins haben will. Schickt mir dann die Bilder irgendwie per Facebook oder so. Das kommt alles noch in die Videobeschreibung und ja, dann kann ich euch auch mal ein Thumbnail erstellen. Und für all die, die überhaupt keinen Photoshop haben, dann mache ich das auch gerne sowieso. Also, und die Leute, die sich jetzt gefragt haben, wie ich dieses Bild hier und auch dieses Feuerwehrauto hier reingekriegt habe, das war vorher alles mit Hintergrund, das muss ich dann freistellen, damit das auch hier reingepasst hat. Also wenn das hier jetzt freistellen würde, so, da ich jetzt keinen Lappen mehr drin habe, wird das so transparent und wenn das so transparent ist, dann ist das halt, dann kann man das halt auch auf solche Sachen hier drauf kopieren. Bei diesem Bild hier fällt das jetzt gar nicht so auf, dass es keinen wirklichen Hintergrund gehabt hat, denn so wie das jetzt aussieht, wird man hinterher nicht sagen können, dass es irgendwie reinkopiert. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Thumbnail, jetzt muss ich das hier nur wieder rückgängig machen. Und dann hinterher einfach speichern. Als Webformat. Und hier seht ihr meine Einstellungen. Erstmal die volle Bildgröße. Und 80%. Ja. Optimiert. Und dann einfach auf Speichern drücken. Sonst kann man einfach schreiben: Feuerwehr. Eins. Ja, und dann wird das Bild gespeichert. Und dann wird normalerweise diese PSD-Datei auch gespeichert. Aber halt zum Glück nicht unter demselben Namen. Denn sonst wäre ich ziemlich im Eimer gewesen. Weil die Datei hätte es schon mal gegeben. Deswegen schreiben wir da rein: Feuerwehr. Und weil man das macht, kann man die später nochmal nachbearbeiten. Er macht das selber auch nochmal.
Okay, drücken und gespeichert. Wenn ich jetzt das Feuerwehrlogo öffne, dann ist das Logo hier fertig und genauso könnte ich jetzt ein Video nehmen und es einfach mit dem Bild hier hochladen. Ja, und wenn mein Windows nicht so spinnen würde, ich habe jetzt Windows 10 übrigens, dann wird das auch offen bleiben. Ja, und dieses Ding hier. Ist halt genau so entstanden, wie ich euch das jetzt mal gezeigt habe. Diese Thumbnails, die sehen ganz gut aus und praktisch. Und ja, mit so einer Technik kann man auch so sogenannte Endcards machen. Fotos habe ich jedenfalls hier schon mal im Hintergrund. Ich hätte hier jetzt genauso Bereiche für Videos einbinden können. Und hinterher in einem Videoprogramm halt meinetwegen die Verlinkung zum nächsten Video oder ein Bild von dem Video auch kann ich auch mit reinmachen und dann die Verlinkung mit YouTube hinterher machen. Ja, ist nur ein bisschen Arbeit, diese Thumbnails zu machen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ciao.